klappte gegen Simon Walde nicht. Und jetzt gegen Italiano auch nicht, der wiederum hier vorne dabei ist. Guter Ball auf Ranos. Legt der Zoll auf Hogewerf ab und der macht das Ding zum 2:1. Die Führung für die Jungfohlen. Dylan Hogewerf nur ein paar Minuten nach seiner Einwechslung sticht er hier. Toll gespielt von den Gladbachern über Italiano, über Ranos und der sieht die Nummer 28, den früheren Ajax. Gladbach kämpft hier im Mittelfeld und schafft es jetzt sogar den Ball zurückzubekommen. Was ist das denn für eine Klasseaktion? Und Ranos sorgt hier für die Entscheidung. 3:1 für die Jungfohlen und die machen hier den Sack sowas von zu. Aber was war das denn bitte schön für eine wundervolle Vorarbeit von Toni Reitz, der hier gefühlt die ganze Felberter Hintermannschaft einfach mal stehen lässt, austribbelt und dann noch den Blick für Ranos. Aber jetzt nochmal die Jungfohlen im Angriff. Büker Aslan. Gute Flanke und dann ist es das 4:2 hier wieder durch Ryan Naderi mit seinem vierten Saisontor wieder mit dem Kopf. Und das ist natürlich die direkte Antwort der Jungfohlen. Also zwei ganz, ganz späte Treffer hier, die sich so ein bisschen aufheben und diese Partie abrunden.